Es gibt eine schöne Beobachtung in der künstlichen Intelligenz, genannt Moravecs Paradoxon. Das stellt grob gesagt ungefähr Folgendes fest. Viele Aufgaben, die für Menschen sehr schwierig sind, zum Beispiel Logik oder komplizierte Berechnungen, sind für Computer super einfach. Aber die meisten Aufgaben, die für Menschen ganz einfach sind, was jedes Kind kann, zum Beispiel Objekte wahrnehmen, Sprache verstehen, sich im physischen Raum bewegen, all solche Aufgaben sind für Computer schwierig bis unmöglich. Mit aus dem Grund gab es lange Zeit nicht so viel Fortschritt in der KI, wie man erwartet hätte. Und das Feld ist auch immer wieder in der Versenkung verschwunden. In den letzten Jahren allerdings ist es zurück. Und ein paar Faktoren haben dazu beigetragen, dass immer mehr KI-Anwendungen tatsächlich umgesetzt werden. Der zweite Faktor ist der Fokus auf die Technik des Machine Learnings. Das heißt, die Maschine anhand von Daten die optimale Lösung lernen zu lassen und sie nicht fest vorzugeben. Und das hängt zusammen mit dem dritten Faktor, und zwar immer mehr Daten stehen zur Verfügung und immer schnellere Rechner stehen zur Verfügung, um diese Daten zu verarbeiten. Mit dem Aufstieg des Deep Learning hat es in den letzten Jahren enorme Fortschritte auf zwei Gebieten gegeben, die bisher besonders schwer waren. Einmal die Bilderkennung und andererseits die Sprachverarbeitung oder NLP. Eigentlich für jede Herausforderung, die sich in ein Datenproblem übersetzen lässt und wo es die Möglichkeit gibt, aus der Vergangenheit zu lernen, ist der Einsatz einer KI-Lösung theoretisch möglich. Und viele Unternehmen und Organisationen haben sehr schlaue Ideen, wie solche KI-Lösungen aussehen können. Schauen wir uns heute einmal 12 Beispiele an, wo das Stand heute schon gelungen ist. Virtuelle Assistenten wie Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant entsprechen wahrscheinlich am ehesten der Vorstellung von KI, wie wir sie aus Science-Fiction-Filmen kennen. Das ist eine freundliche Stimme, die sich von uns per Sprache steuern lässt, die Musik abspielen kann, das Licht dimmen kann, uns Kinotickets bucht. Das ist immer noch eine recht eingeschränkte Menge von Handlungsmöglichkeiten, aber es stecken schon sehr beeindruckende Technik dahinter. Einmal der Spracherkennung, das heißt aus dem reinen Ton, der aufgenommen wird, tatsächlich Sprache und Wörter zu identifizieren, und die Sprachverarbeitung, das heißt aus der Folge einzelner Wörter tatsächlich einen Sinn bzw. eine konkrete Aufforderung zu extrahieren. Chatbots sind eine einfachere, weil textbasierte Variante dieser Assistenten, und die existieren schon seit vielen Jahren und sie unterstützen schon seit vielen Jahren zum Beispiel die Kundencenter großer Unternehmen dabei, die große Masse an Standardanfragen, die dort täglich eingehen, zu bearbeiten. Betrachten wir als nächstes Feld die physische Steuerung von Robotern. In offenen Umgebungen stößt KI oft noch an ihre Grenzen. In geschlossenen, kontrollierten Umgebungen sieht das allerdings ganz anders aus. Industrieroboter übernehmen schon seit vielen Jahren große Teile von Industrieproduktion, zum Beispiel in der Autofertigungskette bei VW. Ein weiteres Beispiel in der Logistik. Amazon nutzt KI, um tausende kleiner Warenhausroboter kollisionsfrei durch ihre Warenhäuser zu steuern. Und in virtuellen Umgebungen, wie zum Beispiel Schach, Go oder vielen Computerspielen, haben Computer den Menschen den Rang bereits abgelaufen. Eine weitere Spielart der KI, an die wir uns alle längst gewöhnt haben, sind Suchmaschinen. Nur diese Suchmaschinen ermöglichen uns, in der riesigen Datenmenge des World Wide Web zu navigieren und die wenigen für uns wirklich relevanten Inhalte zu finden. Einen ähnlichen Nutzen, nämlich aus einem überwältigenden Angebot die wenigen relevanten Inhalte für uns zu finden, bieten Empfehlungssysteme. Zum Beispiel in E-Shops, E-Commerce-Shops wie zum Beispiel bei Amazon, welches Produkt wollen Sie als nächstes kaufen, in Diensten wie bei Netflix oder bei Spotify. Solche Empfehlungssysteme generieren aber auch die Gruppen oder Neuigkeiten, die uns auf sozialen Medien vorgeschlagen werden und werden auch zum Beispiel von einigen Firmen zum Recruiting verwendet. Zum nächsten Punkt. In vielen sozialen Medien oder Online-Foren ist die Moderation eine ganz zentrale Herausforderung. Und es ist oft eine Aufgabe, die mit menschlicher Arbeitskraft gar nicht mehr alleine zu bewältigen ist, all die Trolle, Hasskommentare oder verbotenen Inhalte zu identifizieren, die dort auftauchen. YouTube zum Beispiel setzt bei der Moderation ganz zentral auf künstliche Intelligenz. Über 76% der auf YouTube gelöschten Inhalte wurden von künstlicher Intelligenz erkannt und markiert. Oft muss die Löschung dann aber noch durch ein Human in the Loop
sozusagen bestätigt werden. Die Gesichts- und Objekterkennung ist ein weiteres Feld, das große Fortschritte gemacht hat und immer neue Anwendungen sieht. Die meisten Smartphones werden heute mit Gesichtserkennung entsperrt. Facebook Photo View zum Beispiel erkennt die Personen, die auf neu hochgeladenen Bildern abgebildet sind, und fragt sie nach ihrem Einverständnis. Digitalkameras lernen auf Gesichter zu fokussieren, sich bewegende Gegenstände zu verfolgen und scharf zu stellen. Und die gleiche technologische Grundlage wird auch zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie verwendet. In vielen britischen Städten oder in den Warenhäusern von Amazon zum Beispiel wird die bestehende Infrastruktur von Kameras genutzt, um die Einhaltung von Sicherheitsabständen zu registrieren. Ein ähnlicher Fall: Finanzdienstleister, Banken und viele andere Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz zur Betrugserkennung und Prävention. Eine Anwendung von KI, die wir alle im Kopf haben, ist das selbstfahrende Auto. Und der Traum davon scheint schon seit Jahren in greifbarer Nähe zu sein, aber selbst Vorreiter wie Tesla sind immer noch in der Testphase. Aber auch so hat KI schon unsere Mobilität verändert. Zum Beispiel mit Navigationssystemen oder Assistenten für Dinge wie das Einparken, Spurhalten oder Einhalten des Sicherheitsabstands. Kassenlose Supermärkte wie zum Beispiel Amazon Go versprechen eine höhere Effizienz und ein viel angenehmeres Kundenerlebnis. Trotzdem bleiben sie bisher ein Nischenphänomen. Und zuletzt kann künstliche Intelligenz das Marketing, den Vertrieb und das CRM auf ganz vielfältige Weise unterstützen. Und das ist für uns bei Data Salute unser Spezialgebiet. Zum Beispiel beruht die Personalisierung im Marketing ganz entscheidend darauf, das Kaufverhalten und die Vorlieben der einzelnen Kunden zu verstehen, um ihm im richtigen Augenblick das richtige Angebot zu machen. Datengetriebene Prognosen des Kaufverhaltens können zum Beispiel verwendet werden, um Marketingkampagnen gezielt an besonders Kunden mit besonders hohem Potenzial auszuspielen oder Cross-Sell- und Upsell-Potenziale zu entdecken und auszunutzen. Intelligente Churn-Prognosen ermöglichen eine intelligente und gezielte Kündigerprävention. Oder Sentiment-Analysis, die verwendet werden kann, um aus großen Mengen von Kundenfeedback, zum Beispiel in Foren, die relevanten Informationen zu extrahieren, sie zu verarbeiten und so zum Beispiel den Kundenservice zu verbessern. Wie ihr seht, gibt es eine riesige Auswahl an Problemen, für die KI-Lösungen eingesetzt werden können. Und ich habe vermutlich noch nicht einmal die Hälfte genannt. Ich hoffe aber, ihr habt hier schon mal einen ersten guten Überblick über die Thematik bekommen. Wenn ihr euch noch mehr zum Thema KI und Machine Learning interessiert, dann schaut euch doch auf unserem Kanal um. Bis zum nächsten Mal.